Heute sprechen wir darüber, wie du Liebe finden kannst und was 5 kritische Fehler sind dabei in diesem Prozess, die du unbedingt vermeiden solltest. Mein Name ist Marco, mir gehört die Firma Flirt Empire und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Das Video heute habe ich so aufgebaut, dass ich aus der Ich-Perspektive von 5 verschiedenen meiner Klienten geschrieben habe und jeder hat andere Fehler da beim Prozess des Liebefindens mitgebracht und die möchte ich dir einfach mal vorlesen. Fehler Nummer 1 heißt zu hohe Erwartungen. Also aus der Sicht von Klient Nummer 1. Ich hatte ein Date mit jemandem, von dem ich erwartet hatte, dass sie genau wie die Frau meiner Träume sein würde. Interessiert an all meinen Hobbys, immer bereit für Abenteuer und optisch genau meinem Ideal entsprechend. Als sie mir erzählte, dass sie lieber ruhige Abende zu Hause verbringt und nicht viel von Bergwandern hält, war ich sofort enttäuscht. Ich erkannte später, dass ich die Chance auf eine tiefe Verbindung verpasste, nur weil sie nicht jede meiner vorgefertigten, Erwartungen passte. So, was haben wir jetzt hier gelernt? Der Klient hat von vornherein irgendwie gedacht, dass die Frau seinem Ideal entsprechen würde und ist auch mit diesen Erwartungen in das Date reingegangen. Und sobald dann die erste Sache passiert ist, wo sie nicht seinen Erwartungen entspricht, zum Beispiel Bergwandern, weil er gerne wandern geht und sie hat gesagt, sie verbringt gerne ruhige Abende zu Hause, da war der Knick für ihn entstanden und er hat sie dann praktisch mental schon abgeschossen und war enttäuscht von ihr, obwohl sie vielleicht auch, wenn er ihr eine Chance gegeben hätte, mit ihm Bergwandern gegangen wäre. Aber es ist gar nicht erst dazu gekommen, weil er von vornherein gesagt hat, ja okay, die hat jetzt da in dem Moment gesagt, ruhige Abende zu Hause. Seine Interpretation ist, das passt nicht mit Bergwandern und viel Aktivität. Ergo, sie ist nicht meine Traumfrau. Er hat hier zu hohe Erwartungen mit in das Date gebracht und auch seine Interpretation von ihren Aussagen, wie zum Beispiel, dass sie gerne ruhige Abende zu Hause verbringt, war nicht ganz so passend. Ja? Und deshalb ist der Tipp hier, sei offen für Überraschungen, gib der Frau vielleicht mehr Chancen und gib dir auch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass du die Frau in Anführungszeichen, jetzt kommt wieder ein böses Wort, umerziehen kannst. Oder von deinen Leidenschaften einfach begeistern kannst. Da musst du einfach ein bisschen offen für sein. Fehler Nummer 2. Übermäßiges Analysieren. Nach einem wirklich guten Date schickte sie mir eine Nachricht, in der stand, ich hatte eine tolle Zeit heute Abend. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Statt mich einfach darüber zu freuen, verbrachte ich Stunden damit, über die Bedeutung von hoffentlich nachzudenken. War sie unsicher? War ich nicht gut genug? Diese Überanalyse machte mich so nervös, dass ich in den folgenden Nachrichten unnatürlich und übertrieben wirkte, was die Leichtigkeit unserer anfänglichen Interaktionen störte. So, hier ist das Beispiel, dass eher eine Warnung praktisch davor, dass du jedes kleine Detail überanalysierst und dadurch auch den natürlichen Fluss, den Flow praktisch vom Kennenlernen störst. Weil du über einzelne Wörter stolperst, wie zum Beispiel hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dieses hoffentlich ist nicht so, lass uns bald wiedersehen oder das verunsichert dann den Mann, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Eigentlich ist es voll die positive Aussage von ihr, dass sie sagt, hey, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, also ich würde mich freuen. Aber er überanalysiert hier und stört damit praktisch den Fluss der Nachrichten, geht darauf vielleicht viel zu sehr ein und das Ganze wirkt nicht mehr so leicht und eher verklemmt. Ja, das kennst du vielleicht von dir. Deshalb versuche mal in Zukunft eher im Moment zu leben, die Gesellschaft der anderen Person mehr zu genießen und denk nicht so viel über die Zukunft nach, sondern versuche eher die Zukunft proaktiv zu gestalten und versuch da nicht jedes kleine Detail zu überanalysieren. Fehler Nummer 3. Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Ich traf jemanden, der wirklich toll war, aber sie lebte einen sehr ungesunden Lebensstil. Obwohl Fitness und Gesundheit mir sehr wichtig sind, begann ich, meine Trainings zu überspringen und achtete weniger auf meine Ernährung, nur um mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Bald merkte ich, dass ich mich nicht mehr wie ich selbst fühlte.
Es war ein Weckruf, dass ich meine eigenen Bedürfnisse und Werte nicht für jemand anderen aufgeben sollte. Das kennst du sicherlich, du lernst eine tolle Frau kennen und du warst echt gut im Flow, du hast gut trainiert, alles läuft, du hast auf deine Ernährung geachtet, Kalorien gezählt, was auch immer gut gemacht, dich auf deinen Job konzentrieren können und dann lernst du diese eine Frau kennen und irgendwie bringt sie dich einfach komplett raus. Ja? Und hier ist einfach der Tipp, dass du deine Selbstfürsorge, ja, deine eigenen Bedürfnisse nicht für andere opfern solltest, weil der Gedanke ist, die ideale Frau unterstützt dich eigentlich sogar, diese Sachen optimal durchzuziehen. Die kocht für dich so, dass es zu deinen Kalorien passt und unterstützt dich dabei, geht vielleicht mit dir zusammen ins Gym. Ihr unterstützt euch gegenseitig, ja. Und hier ist es so, wenn dein Lebensstil, dein positiver Lebensstil leidet unter der anderen Person, musst du da früher den Cut setzen und das auch früher merken und da auch mutig sein, ja. Du musst da Grenzen setzen und sicherstellen, dass deine eigenen Bedürfnisse praktisch in der Beziehung erfüllt werden. Der nächste Fehler, Spielchen spielen. Um interessanter zu wirken, entschied ich mich dazu, nicht sofort auf ihre Nachrichten zu antworten und gab vor, immer beschäftigt zu sein. Ich dachte, das würde ihr Interesse wecken. Stattdessen führte es dazu, dass sie dachte, ich wäre nicht ernsthaft interessiert und sie zog sich zurück. Als ich meine Taktik änderte und aufrichtig kommunizierte, war es leider schon zu spät, um das entstandene Missverständnis zu klären. Ja, du kennst das. Viele sagen, du sollst nicht sofort auf die Nachrichten von ihr antworten, um interessanter zu wirken. Oder du lernst eine Frau kennen, du sprichst sie auf der Straße an und du wartest extra 1 bis 3 Tage, um sie anzuschreiben. All diese Tipps haben irgendwo einen legitimen Hintergrund, der auch oft genug für einen Anfänger funktioniert. Ein Profi allerdings oder jemand, der fortgeschritten ist schon, der ist eigentlich von seinem Charakter her, weil er schon eine gewisse Zeit in der Persönlichkeitsentwicklung einfach durchgegangen ist und eine sehr relativ entwickelte Persönlichkeit schon hat, der ist schon interessant. Der braucht nicht diese künstlichen Freezes und dieses künstliche Entziehen, um interessant zu wirken, sondern der kann direkt nach einem guten Date die Frau anschreiben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du hier Spielchen spielst und irgendwie diese Zeit künstlich irgendwie in die Länge ziehst oder ihr nicht sofort antwortest, dann ist das keine gesunde Basis für eine Beziehung zwischen euch beiden. Ja? Und hier musst du einfach dann schreiben, wann du denkst, dass deine Nachricht optimal ist, dass wenn du denkst, okay, das ist jetzt die bestmögliche Nachricht, die ich rausschicken kann, dann schickst du die auch raus. Und check mal hier meinen nicen Cappuccino, Leute. Richtig nice. Okay, man sieht es nicht, dann nicht ganz so nice für euch, aber für mich ist nice. Fehler Nummer 5. Die Vergangenheit wiederholen. In meiner letzten Beziehung fühlte ich mich oft eingeengt und unter Druck gesetzt, bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Als ich jemand Neues traf, projizierte ich diese Ängste auf sie, obwohl sie mir alle Freiheiten ließ und mich unterstützte. Ich reagierte defensiv auf Vorschläge und nahm Ratschläge als Kritik wahr. Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, dass ich unfair war und die Vergangenheit nicht unsere Chance auf eine glückliche Zukunft bestimmen sollte. Das ist ein Fehler, den viele Menschen machen, die so ein bisschen an der Vergangenheit festhalten, da nicht so gut schaffen, aus diesen alten, ja, Situationen rauszubrechen. Und das beeinflusst dann die Gegenwart und die Zukunft. Ja? Und hier ist es wichtig, dass du jeder Person immer wieder eine frische Chance gibst. Das ist eine große Kunst im Pickup oder beim, wie soll man es sonst nennen, wenn man es nicht Pickup nennt, beim professionellen Frauen kennenlernen. Es ist eine große Kunst, jeder Person eine echte, ehrliche Chance zu geben und mit offenem Herzen zu leben und nicht die Fehler von der Vergangenheit auf die neue Person zu projizieren. Und gerade wenn du Liebe finden willst, ist das extrem wichtig, dass du nicht das Negative aus deiner Vergangenheit mit in die aktuelle Beziehung nimmst, dass du Traumata vorher verarbeitet hast, dass du nicht die
deinen neuen Partner praktisch belastest mit Dingen, die du noch nicht für dich geklärt hast. Das ist extrem wichtig. Deswegen musst du immer versuchen, aus vergangenen Beziehungen zu lernen, das auch vielleicht in einem professionellen Rahmen zu besprechen, damit abzuschließen und dann erst eine neue Beziehung zu führen und einzugehen, damit du mit frischer Perspektive daran kannst. So, nochmal eine kurze Zusammenfassung von allen Tipps. Zu hohe Erwartungen, übermäßiges Analysieren, Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, Spielchen spielen und die Vergangenheit wiederholen. All das solltest du in Zukunft vermeiden. Und wenn du da jetzt Unterstützung haben möchtest und eine individuelle Beratung haben möchtest, wie du das für dich auch in Zukunft umsetzen kannst, wie du mehr potenzielle Partner auch in dein Leben ziehen kannst, wie du mehr Frauen kennenlernen kannst, damit du all diese Tipps dann auch proaktiv umsetzen kannst, dann empfehle ich dir wirklich, geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für einen kostenlosen Beratungstermin ein und dann lass uns einfach mal ganz unverbindlich miteinander sprechen, weil dann kann ich dir zeigen, was meine Strategie wäre, um an dein Ziel zu kommen. In diesem Sinne, ja, danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls du sonstige Fehler hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.